Dwayne Johnson alias Hobbs und neuerdings wohl auch The Iceman hat neue Infos zu Fast and Furious 8 für uns. Diesmal reicht es The Rock allerdings nicht, einen kurzen Plausch mit dem Regisseur F. Gary Gray online zu stellen oder sich beim Training zu zeigen. Der Muskelberg hat eine Wutrede einstudiert, die wieder ein bisschen mehr über Fast and Furious 8 verrät. Dass Hobbs im neuen Teil der Auto-Action-Reihe ins Gefängnis muss, wussten wir schon. Auch die Ankündigung, dass hier die beste Knastszene aller Zeiten gezeigt werden soll, ist nicht neu. Allerdings spricht The Rock im neuen Video auch von Vin Diesels Rolle Dominic Toretto. Er verrät, dass Hobbs mit dem ganzen Family-Gequatsche und Liebe nichts mehr anfangen kann. Es scheint also so, als hätte er einen schlimmen Verlust in seinem Leben erlitten. Dominic Toretto and his friends, they preach love, they preach family, they preach this thing. Well, Hobbs says, fuck this thing. Außerdem wird ziemlich deutlich, dass sich der Iceman, der mittlerweile Kopfgeldjäger ist und wenn es nach Dwayne Johnson geht sogar der Beste der Welt, sich hier mit einem ganzen Gefängnis anlegt. Er stürmt auf die Insassen und Wärter zu, als wollte er sie fressen. Was haltet ihr von den neuen Szenen aus Fast and Furious 8? Gut oder schlecht? Hobbs im Knast? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung dazu jetzt in die Kommentare und danach klickt euch auf film.tv und tragt euch direkt in unseren Verteiler ein. Dann schicken wir euch alle neuen Trailer und News direkt auf euer Handy und zwar entweder per WhatsApp oder per Facebook Messenger. Sind diese Windbeutel etwa von der Tanke, ey? Naja. Ich mach dich sowas von fertig. Da gibt's nur eins, hau der Fritte auf die Titte. Ist klar.